Ja, und das hat auch seiner Gesichtshaut sehr gut getan. Zusätzlich schadstofffreie Zahnpflege. Herr Volkmann, machen Sie es auch immer noch so? Ja. Ja. Danke sehr. Also dazu möchte ich Ihnen erzählen. Ich habe ja, als Herr Volkmann berichtete mir im September vor einem Jahr, sagte Herr Weinschenk, Sie müssen sich den Gaby kaufen. Der Gaby wurde im letzten Jahr an dieser Stelle von Herrn Kapuste hier vorgestellt. Und da hatte ich ihn schon, den Gaby. Ich arbeite jeden Tag im Gaby. Und was weiß ich aus dem Gaby? Parodontitis steht. In Finnland sind 48, die 48 auf dem Markt befindlichen Zahnpasten hin auf allergenes Potenzial untersucht worden. In 28, in 27 Zahnpasten fanden sich potenzielle Allergene. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, wir müssen was anderes machen. Entschuldigung, wir müssen mal gucken, ich möchte mal probieren, wie das ist, wenn man schadstofffreie Zahnpflege macht. Und meine erste Idee war also einfach, wir haben ja früher mit Schlemmkreide die Zähne geputzt, Calciumcarbonat. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das ist ja im Hypoallergen-Magnesium-Calcium, habe mir also eine Kapsel genommen, habe die im Mund zergehen lassen und habe mir mit dem Rest die Zähne geputzt. Funktioniert vorzüglich, aber ich sage mit Einschränkungen vorzüglich, weil die Kristalle sind ein Tick zu groß. Der Abrieb ist ein Tick zu hoch. Aha, gut. Normalerweise würde ich jetzt nicht intervenieren. Ja. Der Punkt ist, man sollte wirklich, also ich nehme eine halbe Kapsel, Okay, ich nicht eine nehme die ganze, ganze. und man sollte 1 bis 2 Minuten einspeicheln. Dann haben Sie wirklich nur eigentlich eine Lösung mit ganz minimalen kleinen Kristallresten drin. Und das reicht zum Reinigen voll aus. Gut, Dankeschön. also das hätte ich auch gleich noch nachgeschoben. Natürlich habe ich das auch so gemacht nachher. Die Gelatine ist auch nicht schlecht, weil das schäumt dann noch besser. Für diejenigen, die aber, wo es zu empfindlich wird, empfehle ich präzipitiertes Calciumcarbonat. Das kann man auch so bekommen. Das geht auch. Brauchen Sie auch nur ganz kleine Mengen. Also wo es mit Magnesium, Calcium nicht geht, präzipitiertes Calciumcarbonat, weil das ist kein Präzipitat in Ihrem Produkt. Nee. Und das ist dann noch, das ist dann fast wie Politur. Und da ist weniger Abrieb, nach meiner Beobachtung. Also die werden alle angewiesen, die das von mir kriegen. Den meisten empfehle ich das auch. Werden alle angewiesen, dass sie das wirklich so machen, wie sie sagen. Und dann immer nur mit einer ganz weichen Zahnbürste. Und dann wirklich nur locker putzen. Und sie kriegen da auch Verfärbungen mit ab. Das funktioniert sehr gut. Und sie haben eben nicht die Tenside, die das Leaky Gut-Syndrom machen, also die Tenside schlucken sie ja runter, Natriumlauryl-Sulfat allen voran, als Tensid in jeder Zahnpasta, in den meisten, schlucken sie runter. Und wir wissen ja, in dem Moment, wo die Darmflora nicht stimmt, hatten wir ja hier auch, ist die Darmschleimhaut undicht. Wir haben einen Strom von Fremdstoffen über die Dünndarmschleimhaut. Das erhöht unsere Entzündungsbereitschaft und unsere Allergiebereitschaft. Und deswegen ist es kontraproduktiv. Wir haben Tenside mindestens zweimal am Tag im Mund und schlucken immer einen Teil runter. Dazu kommt Menthol, was wir über den Urin ausscheiden, was man nach meiner Erfahrung auch zum Beispiel eine Reizblase machen kann. Halte ich auch für problematisch. Außerdem gucken Sie mal in die Zahnpasten, in den normalen, immer ein Süßstoff drin, Saccharin oder ein Zuckeraustauschstoff, halte ich auch für problematisch, weil denken Sie dran, die Mundschleimhaut ist ein einschichtiges Plattenepithel. Kein First-Pass-Effekt, keine Leberpassage. Sie haben den Schadstoff direkt im System. Wir nutzen das ja auch für Arzneimittel. Glycerol-Trinitrat bei Angina pectoris zum Beispiel wird ja unter Umgehung des First-Pass-Effektes sofort systemisch verfügbar. Das heißt, die Schadstoffe, die wir in der Zahnpasta haben, sind sofort systemisch verfügbar, haben keine Leberpassage, sind sofort systemisch verfügbar.